Herzlich willkommen auf unserem Kanal Abraham Steak & Snack, direkt aus dem Schwarzen Ross. Heute wollen wir euch eine vegane Vorspeise machen, und zwar ein Carpaccio aus Rote Beete. Dazu haben wir unsere Zutaten zubereitet. Rote Beete, die wir zuvor gekocht haben, circa eine Stunde lang, weich gekocht in ungesalzenem Wasser. Erdbeeren, Cherrytomaten, Granatapfel haben wir hier einmal, Rucola, Pistazien und Meersalz. Wir brauchen einen Schuss Olivenöl, bisschen Granatapfelsaft und Pfeffer aus der Mühle. Die rote Beetescheiben werden fein geschnitten, auf dem Teller platziert. Den Rucola packen wir mittig in diesem Falle. Dann nehmen wir die Tomaten und Erdbeeren, schneiden die in Scheiben, packen diese ebenfalls dekorativ auf dem Teller. Dann kommen die gehackten Pistazien am besten auf die rote Beetescheiben. Ein paar Kerne vom Granatapfel noch als Dekoration in der Mitte drauf, ein Schuss Olivenöl, ein bisschen Granatapfelsaft noch drauf, ein bisschen Meersalz und anschließend ein bisschen Pfeffer aus der Mühle. So, meine Damen und Herren, das ist unser Endergebnis. Optisch sehr schön, geschmacklich super kombiniert. Die Säure der Erdbeeren und der Granatapfelkernen kombiniert mit dem Granatapfelsaft kommt sehr gut zur Geltung. Insbesondere die Pistazien haben einen würzigen, salzigen Geschmack. Das hebt alles noch mal so ein bisschen hervor. Ich denke, das kann sich sehen lassen, und viel Spaß beim Nachmachen.